Herzlich willkommen zu Angezockt mit Red Contender. Das hier ist der zweite PlayStation Plus Titel im Monat Juni, den wir hier einfach mal ausprobieren werden. Einzelspieler. Spielen wir einfach mal Start. Es gab einmal drei tapfere Helden, erwählt von einem Artefakt, dessen Namen lautete der Trine. Du kennst die Geschichte über ihr Treffen und wie sie Champions ihres Königreichs wurden? Höre die Geschichte ihres neuesten Abenteuers. Ich kenne leider die erste Geschichte nicht, weil ich leider den ersten Teil nicht gespielt habe, aber ich glaube, das spielt keine Rolle hier, weil das in dem Spiel, wusstest. Der erste der drei Helden war Amadeus. Wie man hier sieht, kann man hier einen Zauberer spielen, einen Ritter oder eine Diebin. Oder der mächtigste, doch war er schlau und verständig. Und der Erzähler, der blabbert also hier immer ein bisschen. Und dann geht's schon los. Amadeus, der Zauberer, schlief in seiner Hütte. Das war der Ort, an dem er seinen Feuerballzauber studieren konnte, verborgen vor den spöttischen Augen seiner Frau. Der Frau, aber zumindest hatte man Aladins Wunderlampe hier. Und wie man das sieht, die qualmt da so in einem schönen lila, pink, rosa, weiß ich was rum. Hey, mach das aus! Ich bin hier am Schlafen! Du hast aber eine Art zu schlafen mit dem Arsch nach oben, ey. Was ist denn? Wer ist da? Und dann schläft er noch auf einem riesen Eisbär. Aber ein Teddy hat er. Huch, das war falsch. Hier gehen wir lang. Wie seltsam. Wir können also jetzt ein bisschen geradlinig. Es geht bloß links, rechts, das Spiel. Geht nicht nach oben oder unten. Man kann da auch seine Freunde einladen hier und Koop spielen. Ja, fall hier noch runter. Muss jetzt ein bisschen Jump'n'Run. Der Weg nach vorne war blockiert. Doch würde das den Yoda großen möge Zauberer die Kraft mit dir sein. Wenn ich die Kraft nicht macht, war das, ne? Konnte er Dinge anheben. Ja, lasse fallen. Weiter geht's. Amadeus konnte zudem Kisten aus dem Nichts herbeizaubern. Aua! Das sind aber keine Kisten, sind das. Das Licht bewegte sich durch den Wald und führte Amadeus weiter. Zwischen Angst und Staunen hin und her gerissen, folgte er ihm. Das ist mit dem Touchpad nicht mehr. Ganz nett gemacht. Sieht ein bisschen Avatar-mäßig aus. Ein bisschen märchenhaft, ganz cool. Ich verlange zu wissen, was hier passiert. Ja, ich versuche mir ja gerade reinzudenken. Der Trine. Was? Confius. Ach, der Ritter. Amadeus. Sieht ja wirklich aus wie ein märchenhafter Ritter hier. Was? Und wir müssen das Königreich retten. Ich habe Kinder zu Hause, die auf mich warten. Ich kann nicht. Aber deine Magie wird gebraucht. Das Königreich ist in Gefahr. Wird dieser Albtraum jemals enden? Trotz seiner Proteste wusste Amadeus, dass die Helden wieder einmal gebraucht wurden. Wie bist du hier gelandet? Dann hör mal zu. An dem Abend zog Pontius aus, da es auf den Bauernhöfen Ärger gab. Riechende Ranken waren dabei, die Felder zu übernehmen. Boah, was ist das hier? Totenpflanzen. Boah, nimmt ihn. Und schau drauf. Immer Reste. Boah, ihr bösen Pflanzen, euch meine Platte. Was ist hier eigentlich jetzt nicht rum? Ui. Und Hammer auch, wenn wir Dreieck drücken. Haus im Boden, dass ihr nicht wieder rauskommt. Mit ein wenig Glück gibt es heute Kürbiskuchen zum Abendessen. Kürbiskuchen? Komm,
nicht mehr hoch. Naja, hat schon mal zwei Waffen. Bleib doch mal ruhig. Mit drei wechselt man die. Justus durchsuchte den Bauernhof, doch fand er dort niemanden. Die Fieslinge müssen beim ersten Anblick von mir geflohen sein. Ja, lass los, das Rad hier, und dann geht's weiter. Ist ein bisschen, ja, Schicklichkeit drinne. Sieht ganz nett aus. Wo fallen wir jetzt denn hier? Waffe wechseln? Ah, dafür ist sie da. Da kann man alles zertrümmern. Oh, cool. Gib's ihm. Das sieht gefährlich aus. Das scheint ein bisschen interessant zu sein. Verflixtes Unkraut. Euch werde ich helfen. Ich bin Pontius der Mutige und ich werde nicht im Kampf gegen Pusteblumen fallen. Eine Pusteblume. Gib's ihm. Was denn jetzt hier? Der Trine. Pontius hatte nie verstanden, was genau der Trine tat. Aber er wusste, dass das Artefakt ihm helfen würde. Pontius war glücklich. Er konnte sich keine bessere Aufgabe denken, als sein Königreich zu retten. Er ist ja auch ein Ritter. Spät in der Nacht war Zoe ja in den Schatten verborgen, versteckt vor dem schimmernden Mondlicht. Ah, das ist die Diebin. Auf dem Fell laufen. Wie soll ich denn das machen? Ach, wir müssen das Seil kaputt schießen. Cool. Da hat ja jeder so ein bisschen Spezialfähigkeiten. Was? Benutze Enterhaken. Hui! Schwinge und lass los. Ah, mit linken. Zoya glitt durch die Stadt, leise wie ein Flüstern. Ah, mit linken und schwingen. Und lass mal los. Hier kann man sich sogar hochhangeln. Dann sah sie ein flimmerndes Licht oben an der alten Kirche. Das ist der Mond. Ah, ne, wir sind da. Guck, so geht es. Also, es wirkt mal ganz interessant. Im Spiel so aus alten Tagen. Ne, ich will hier nicht. Die Wand, der Bogen. Ein bisschen Geschicklichkeit. Ich würde sagen, das reicht zum ersten zum Zeigen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Ich zeige ja jeden Monat die PlayStation Plus Spiele mal ein bisschen, ob es sich lohnt zum Runterladen oder nicht. Spoiler möchte ich keine bringen. Nur mal hier so kurze Einspiele. Also, ich danke euch. Viel Spaß noch. Bis zum nächsten Monat. Ciao.